Willkommen zurück zu SFS Colony. Heute gehen wir wieder in Richtung Jupiter, in ferne Welten. Und zwar landen wir heute auf Europa mit diesem kleinen Lander hier. Das ist so sehr ähnlich zu den beiden, die wir auf Phobos und Deimos gelandet haben. Und wieder eine Atlantis 6. Dafür haben wir hier noch einen zusätzlichen Treibstofftank, damit wir eben zum Jupiter kommen können. Und das ist im Grunde die ganze Mission. Und los geht's. Thank you.
So, ich habe das fast vergessen. Ja, ich habe diese zweite Stufe hier noch gelandet. Ich habe das Video schon angefangen zu bearbeiten, habe dann bemerkt, ich habe es noch nicht gelandet. Deshalb haben wir es jetzt hier. Und die erste Stufe haben wir auch gelandet. Da waren ein paar Hüpfer drin. Ja, ich denke mal, es war nicht allzu schlimm. Beenden wir beide Missionen und dann zoomen wir mal raus, bis wir den Jupiter sehen können. Fokussieren den mal. So. Und dann Europa natürlich. Und jetzt können wir auch hier die Navigation beenden und wechseln dann mal zu unserem Lander. Ja, die Oberfläche ist halt nicht perfekt und ich bin hier auch gerade in einer ziemlich doofen Gegend gelandet. An sich ist diese Stelle hier ganz okay. Ja, sie hat ein paar Hügel. Und daneben, da wo ich ja eigentlich gelandet bin, ist auch eigentlich ganz gut. Also hier könnten wir schon eine etwas kleinere Kolonie bauen. Ich habe auch nicht vor, eine gigantische Kolonie zu bauen, weil erstmal das super schwer ist, hier große Sachen hinzubringen. Das ist auch ja, sehr wenig Platz hier. Deshalb eher eine kleinere Kolonie. Und ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.